jedenfalls sagt er hier, er nennt hier einen Idealzustand, in dem der Mensch sein sollte. Eine geistige Einstellung des Menschen. Er sagt, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Al-Hirs bedeutet, nach etwas zu trachten mit dem Herzen. Mhm. Also inbrünstig nach etwas zu trachten und sich nach etwas zu sehnen und starke Vorhaben in sich hegen, etwas zu tun. Das ist die Grundvoraussetzung für jedes Wirken. Deswegen sagt er, ihris ala ma yanfa'uk, aber er bedingt es. Er sagt, nicht jedes Begehren und jeder Wille und Initiative ist löblich, sondern er sagt, ala ma yanfa'uk. Begehre das, strebe nach dem, was dir nützt, im Din oder der Dunya. Das heißt, wir können zwei Formen von Menschen haben. Einmal einen Menschen, der einfach vor sich hin vegetiert und keine Form von Hirs in sich trägt, also keine Vorhaben hat, keine Absichten, keine Ziele hat, einfach vor sich hin lebt. Das ist die erbärmlichste Art von Menschenwesen, die existieren kann. Wie Ibn Qayyim rahimahullah sagt. Und dann haben wir einen Menschen, der bestrebt ist nach dem, was ihn nutzt. Und dieser Nutzen ist dann entweder der weltliche Nutzen, nur der weltliche Nutzen. Der ist ein Level höher als der einfach vor sich hin vegetiert. Und dann gibt es jemanden, der beides miteinander vereint. Das ist dann die dritte höhere Stufe. Ja, und vergiss nicht den Anteil der Dunya. Vergiss nicht deinen Anteil an der Dunya. Nein. Also das ist eine Sache. Zweitens, der zweite Weg zur Realisierung seiner Wünsche und Vorhaben, er sagt, wasta'in billah. Wasta'in billah. Und bitte Allah um Hilfe, vertraue auf ihm, überlasse deine Angelegenheiten ihm. Dann nennt er den dritten Zustand, wala ta'jiz. Gib nicht auf. Kapitulation. Die Einstellung, dass man nichts erreichen kann, Mensch, und dass nichts möglich ist, und dass keine Veränderung möglich ist, das ist eine Form des Al-Ajz. Aber eine andere Form des Al-Ajz kann auch resultieren aus zu hohen Vorhaben, an denen er ständig scheitert und dann kapituliert. Deswegen sagten einige der Ahlul Ilm, die diesen Hadith erklärten, sie sagten, wala tufrid. Das bedeutet so viel wie, nimm dir nicht zu viel vor, denn dann wirst du versagen. Wala ta'jiz kann man übersetzen als Versagen. So, und dann kommt hier ein interessanter Teil, der nächste Teil sagt, wa in asabaka shay'un fala taqul. Ja, nachdem du all das gemacht hast, du hast die entsprechenden Vorhaben gehabt und die Begierde, Dinge zu tun, die nützlich sind, aber du trotzdem hast du das nicht erfüllt, dann sagt er, wenn dich dann etwas trifft, ja, anders als erwartet, hätte ich so und so gemacht, wäre doch so und so passiert. Denn dieses aber sagt, قُلْ قَدَرُ اللَّهِ, man kann auch sagen, قُلْ قَدَرَ اللَّهِ, also man kann es als Verb lesen und als Substantiv, aber sagt, es ist der Qadar Allahs und was er will, tut er. Denn لَوْ, also hätte, öffnet die Tore des Satans.